Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mit dem Blick von oben starten wir die heutige Folge, denn man kann erkennen, ich habe wieder ein bisschen mit den Texturen gespielt. Und zwar habe ich mit dem Teammanager die eine oder andere Textur ja verbessert, verändert. Ich bin soweit zufrieden, sage ich ganz ehrlich, denn das mit dem ja, Flussbett, das gefällt mir jetzt ein wenig besser und es sieht auch etwas schöner aus. Aber ich möchte dir etwas zeigen und zwar, es hat sich da noch etwas ganz gravierend Tolles ergeben. Ich habe eine neue Textur. Eigentlich habe ich sie ganze Zeit schon runtergeladen, aber noch nie aktiviert. Und das sieht jetzt richtig genial aus. Also ganz ehrlich, das sieht richtig genial aus. Das Ganze haben wir eben an den Randsteinen, beziehungsweise bis zum Ende der Straße und eben auch an den Plätzen. Und alle Texturen, beziehungsweise auch wenn man eben die viereckigen Concrete-Texturen nimmt, dann hat man ebenfalls auch dasselbe. Und das ist richtig genial, gefällt mir ausgesprochen gut und verleiht unserer Stadt das richtige Flair, denn jetzt finde ich, das sieht doch einfach genial aus. Gut, weiter geht's. Und zwar, ich möchte heute ganz gerne mal den Hauptfokus auf einen Stadtpark legen. Und dazu würde ich ganz gerne hier mal versuchen, ja hier eben einen Stadtpark anzulegen. Und jetzt bin ich auch schon am Überlegen, ob wir diese Straße hier so lassen. Ich denke mal schon, dass wir das so lassen können, das hier auch. Und hier mal den Hauptstadtpark einfügen. Und das schauen wir sich gleich an. Wir legen sofort los. Ich würde ganz gerne mal schauen. Aha, das sehe ich schon. Wir haben definitiv hier. Da brauche ich einmal das, dann brauche ich das. Das ist zu groß. Genau, und dann würde ich das hier, ja, perfekt, das würde ich gern so machen und hoffen, dass das jetzt klappt. Da können wir noch so ein bisschen herumarbeiten und dann würde ich ganz gerne mal schauen, hier haben wir ja die Straßenbahnhaltestelle, genau, aha, da haben wir tatsächlich die Straßenbahnhaltestellen, das sind zwei Stück an der Zahl, nehme ich stark an, genau. Passt das? Oder hat hier eine Straßenbahn keine Haltestelle? Oh ja. Ja. Das passt. Beide haben hier eine Haltestelle. Das heißt, die bekommen auch gleich hier die vorgefertigten oder das vorgefertigte Modell der Straßenbahnhaltestelle. Nämlich, die Zeit kann laufen, das Auswahl importieren. Und zwar Tram Standard. Nein, dann machen wir Tram groß. Importieren. Genau. Dann stellen wir das Teil hier hin. Hopp. Ja. Das sieht gut aus. Das passt, das gefällt mir. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Zuallererst haben wir jetzt einmal alle Dekorationen annehmen. Dann machen wir daraus Procedural Objects. Probieren das und setzen es darüber. Perfekt. Ja. Gefällt mir das, so lassen wir das und jetzt geht's los, denn ich möchte ganz gerne einen Stadtpark machen. Und zwar dazu brauchen wir mal das hier, dann sagen wir Parkgebiet, klein bitte, danke. Setzen wir das hier, das ist auch in Ordnung. Perfekt. Dann machen wir hier noch etwas und zwar
gehen hier noch da so rüber. Fügen die beiden hier zusammen. Ja, das lassen wir so. Nehmen uns jetzt natürlich den Node Controller. Machen wir mal so. Dann ziehen wir hier schon ein bisschen auseinander. Dann hätten wir das auch. Damit bin ich zufrieden. Das können wir ohne weiteres so lassen. Ja, perfekt. Ich schaue nur ganz kurz, haben wir da einen Node drinnen? Ja, da haben wir tatsächlich einen Node drinnen und machen wir da mal direkte Verbindung. Dann sieht es doch gleich um einiges besser aus. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar... Ich weiß, ich bin schon wieder beim Straßenbau, obwohl ich eigentlich was anderes vorhatte. Aber wir sagen jetzt ganz einfach gerade. Hier machen wir das auch. Gerade. Aber hier. Gerade links. Und gerade rechts. Das gefällt mir bisschen besser. Dann machen wir das hier zu. Oh, nein. Das wäre jetzt schlimm gewesen. So. Jetzt brauche ich doch erst wieder das und dann genau, Stopp. Vorrang, Stopp, Nachrang. Perfekt. Die müssen sich jetzt erst daran gewöhnen, dass es hier noch eine andere Verkehrssituation gibt. Jetzt haben wir das hier. Und jetzt kann ich mit meinem Park weitermachen, denn ich würde ganz gerne was ausprobieren. Und zwar... Etwas gern so. Ja. Jetzt möchte ich ganz gerne mit den Parkeingängen experimentieren. Stadtpark, Parkhaupttor, kleiner Parkhaupttor, Parknebentor. Jetzt dann theoretisch kleiner Parkhaupttor. Könnte man ja eigentlich sogar da hinsetzen. Setzen wir das da hin. Setzen wir da hin. Ah, darf ich nur einmal setzen. Nebentore darf ich mehrmals setzen. Mhm. Das sehe ich gerade, dass noch ein Stückchen Parkfläche dazugegeben werden muss. Jetzt brauchen wir die Parkwege. Parkweg mit Dekoration, genau.
So. Ja, das passt. Jetzt können wir da noch... Das machen wir eher anders. Und zwar will ich jetzt gerne was ausprobieren. Viel zu tief. Upsi. Ich hätte gern die Höhe hier. Und zwar die Höhe hier. Ja, das ist gut. So. Sieht das aus? Gar nicht so schlecht. Das ist natürlich jetzt wieder genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Gut, das machen wir dann nachträglich. Dann werden wir sich jetzt mal versuchen, noch schlimmer, ist dieses Rot. Das ist das hier. Gut, dann lassen wir das ganz einfach. Wir kriegen das aber hin. Ich weiß, dass wir das hinkriegen. Und zwar brauche ich jetzt einen kleinen Wasserspawner. Einen kleinen Wasserspawner. Dankeschön. Kurz Pause. So, walte deines Amtes, füll mir diesen Platz hier voll. Da sollte eigentlich jetzt Wasser auftauchen. Das funktioniert ja richtig gut. Wo ist der Wasserspawner? Was macht der jetzt? Also eigentlich sollte hier jetzt Wasser kommen. Ah, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Lassen wir den einmal ein bisschen. Okay. Ja. Wasser. Zu wenig. Ich meine, man könnte was probieren. Ich könnte was ausprobieren. Ja, das machen wir jetzt auch. Und zwar, wir haben ja hier so Frischwasser aus. Frischwasserauslässe. Frischwasseraustritt. Wenn ich diesen Frischwasseraustritt hier dran setze. Schaut er schon einmal nicht so schlecht aus. Jetzt kriegt er noch einen Wasseranschluss. So ein Rohr. Hopp, zack, funktioniert. So, jetzt müsst ihr dann irgendwann gleich anfangen, hier Wasser zu pumpen. Und entweder säuft die Stadt jetzt ab, oder wir haben dann irgendwann einen kleinen Teich hier im Stadtpark. Da
Das ist ekelhaft. Warum ist das so? Das ist, tut mir leid, also damit kann ich überhaupt nichts anfangen, aber so könnte man eventuell... Diese Wasserspawner haben ja nicht nur die Angewohnheit, dass sie das Wasser bringen, sondern dass sie das eigentlich auch bis zu diesem Level halten. Und rein theoretisch müsste dieser Wasserspawner jetzt bei richtiger, ich sage jetzt mal bei richtiger Anwendung, die er eigentlich haben sollte, müsste dieser Wasserspawner jetzt eigentlich uns diesen Teich hier befüllen lassen, allerdings nie zu hoch werden lassen, das Wasser. Lassen wir es einfach einmal. Ich möchte ein bisschen weitermachen auch. Na schau, funktioniert ja. Sieht nicht schlecht aus. Scheint tatsächlich das so zu halten. Das Einzige, das mir jetzt halt eben noch fehlt, ist ein bisschen... das zu haben. Sieht fürchterlich aus. Dann holen wir uns da noch ein bisschen was von dem her. Okay. Probieren wir mal was anderes. Wenn ich das jetzt größer mache, so rüberfahren. Ja. Sieht gut aus, gefällt mir. Kann man so lassen. Steigt das Wasser jetzt hier zu hoch? Nein. Also das passt. Okay. Es wird sich einpendeln mit der Zeit, oder? Tritt hier Wasser aus? Ja, hier tritt tatsächlich... Also ist das Wasser hier? Dann müssen wir diesem Wasserspawner sagen, er muss ein bisschen mehr Wasser absaugen. Machen wir es so. Dann müsste ein bisschen weggehen, das Ganze. Ja, das passt schon. Weiter geht's. So, jetzt kommt das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar... würde ich ganz gerne... ungefähr genau... hier... versuchen... in 6 Meter Tiefe...
so etwas hier zu machen. Allerdings, vielleicht gelingt es mir sogar als Tunnel. Keine Verbesserung auf diesen Typ. Okay. Weil es das wahrscheinlich nicht als Tunnel gibt. Probieren wir mal. Na, da brauchen wir die Straße hier. Genau das brauchen wir. Tunnel. Genau das hätte ich gern. Und zwar machen wir wieder mal 5 Meter. 5 Meter. Und jetzt mit dem hier. Die, was haben wir da? 4-metrigen, genau. 4 Meter da. Okay. Was richtig. Und zwar, ich würde dann gerne das hier nehmen. Setz hier an. Geh da rüber. Geh da auf minus 8. Geh da rüber. Und geh auf 0. Funktioniert auch nicht so ganz. Aber vielleicht funktioniert es jetzt, wenn man sagt, man nimmt jetzt den Vierer. Macht das so. Macht das so. Und dann sollte hier eigentlich ein Tunnel sein. Ist aber nicht gut. Auch kein Problem. Wie gesagt, ich bin ja da flexibel, denn wir machen Folgendes. Wir bauen uns ganz einfach eine kleine Unterführung. Indem wir uns die ganzen Mods zu eigen machen und jetzt sagen wir ganz einfach, wir hätten gerne einen Node hier, einen Node hier. So, dann dieses Teil hier, aber als Brücke. Perfekt. Die schauen in die falsche Richtung. Aha. Hochinteressant. Jetzt nehmen wir uns einmal kurz den Freund hier. Ziehen das Ganze so. Ziehen das Ganze so. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wenn wir jetzt rein theoretisch... da passt was überhaupt nicht. Ja, jetzt aber. Und die schauen nicht in die richtige Richtung. Das heißt, das Ganze hat geklappt. Gleichzeitig sagen wir ihnen hier genau, kein Schutzweg, kein Schutzweg. Die Linien können wir nachträglich oder könnte man nachträglich immer noch machen. Das ist aber nicht das Problem. Wir nehmen das hier. Und wir werden aber trotzdem das hier nehmen. Und gehen hier. Ja. In etwa hier bei minus 5.
hier rüber. Wie sieht's aus? Gar nicht so schlecht. Das Einzige, das wir noch machen müssen, ist mit den Notes hier jonglieren. Aber ich brauche nicht nur den, ich bräuchte den da unten. Ich glaube, da unten ist ein Note. Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen runter. Und zwar so, dass man mit reinem Gewissen sagen kann, der Lichtmast funktioniert. Sehr gut, wie sieht es aus mit dem Wasser? Jetzt haben wir da ein bisschen zu wenig Wasser drin. Oh, das passt schon. Ja, das passt. Das kriegen wir schon noch schöner hin. Jetzt nehmen wir den Node hier, ziehen den darüber, nehmen den Node hier, ziehen den so rüber, den ziehen wir noch ein Stückchen so rüber. Eigentlich solltest du auf derselben Höhe sein wie der, bitteschön, danke. Genau. Optimal. Und jetzt sagen wir von hier nach da. Und von hier nach da. Okay. Dann brauchen wir dann noch einen Node. Setzen wir da hin. Dann können wir das abreißen. Das machen wir so. Und das machen wir so. Dann sieht das Ganze gut aus. Das Einzige, das wir brauchen, ist... Da muss irgendwo ein Node sein, wo ist der? Da hätte ich gern einen Node. Und dieser Node kriegt dieselbe Höhe wie der hier. Genauso hätte ich das gern. Dann ist das dann eine ganz andere Straße. Nämlich die hier. Weg mit den Bäumen. Dann sieht es besser aus. Kann man tatsächlich so lassen. Gut. Nahezu perfekt. So, und das ist nicht die untere alte Donau, sondern... Der Fuchsensteig wandert da hinüber. Das ist doch der Fuchsensteig. Schon gerne 50, 50, 50, Dankeschön. Hier kriegen Sie noch folgende Aufgabe. Genau. Genau. Perfekt. Gut. Der Park ist soweit abgeschlossen. Hier würde ich noch ganz gerne... Hier würde ich noch ganz gerne das Parktor hinzufügen. Ja, da geht's, dann nehmen wir's. Na. So, jetzt aber.
weg damit. Und wir wandern da hinunter, da hinüber. Machen das so. Jetzt kommt dieses Parknebentor, genau. So. Und mit diesen Straßen hier machen wir da jetzt einmal weiter. Indem wir sagen, von hier nach hier, von hier nach hier. Genau. Genau. Ja. Ah, das ist nicht angeschlossen, das Teil. Warum bist du nicht angeschlossen? Jetzt ist er angeschlossen, dafür ist das nicht mehr angeschlossen. Auch nicht so tragisch, machen wir neu. Von hier nach da. Und von hier nach da und dann passt das auch. Können wir noch ein klein wenig doch nach. Arbeiten. Setzen das so hin. Das passt auch. Die Sache ist erledigt. Und jetzt nehmen wir noch den Zaun. Parkzaun. Ja, perfekt. Muss ich da irgendwo, hier anschließen. Hier anschließen. Kriegen wir das? Wir kriegen das so hin. Und zwar, indem wir diesen Node hier nehmen. Genau, indem wir diesen Node hier nehmen und diesem Node hier sagen, du kommst bis hier rüber. Genau. Dann sieht das gut aus. Diesem Node sagen wir, er darf bis hier rüber gehen. Dieser Node schließt hier am Geländer an. Perfekt. Aha, da haben wir irgendeine interessante Veränderung drin. Genau, die haben wir schon wieder ausgeglichen. Dann möchte ich gleich hier hin. Das sieht gut aus. Gut, Teil 1 abgeschlossen. Jetzt auf der anderen Seite weiter. Wir gehen da rüber, wir gehen dahin, machen dasselbe jetzt hier, wir nehmen den Node, setzen ihn da dran, dann haben wir das abgeschlossen.
Und dann nehmen wir den Node und ziehen das so. Sieht das auch gut aus. Ja, passt. Passt perfekt. Dann machen wir da gleich weiter. Von hier nach da und da. Von hier nach da und da. Ich höre ein Pumpenfahrzeug, das pumpt. So viel Wasser, das gibt's doch gar nicht. Hoppla. Machen wir es trotzdem so, dann sieht es einfach besser aus. Dann gehen wir da rüber. Gehen wir da rüber. Und jetzt sollte man eigentlich das Knackigste erledigt haben. Tatsächlich nur mehr von Tor zu Tor. Da hätte ich vielleicht aufpassen sollen. Das ist einmal fix nicht der Erdbeergarten, sondern das ist der Stadtpark. So. Braucht das kleine Tor noch einmal? Hätte das jetzt gern da hingesetzt. Vielen Dank. Dann hätte ich gern das hier. So, vielen Dank. Also. Und der Park ist abgeschlossen. Sehr gut. Der Stadtpark ist abgeschlossen. Was wir jetzt noch machen ist, dass die Ringstraße genau, nämlich von hier beginnend, bis hier, heißt Parkring. Sollten wir vielleicht so machen. Also noch einmal. Einmal noch, ja? Nein, es geht nicht. Okay, ich drücke die falsche Taste. Gut. Es geht immer noch nicht. Jetzt geht's. Gut, dann müssen wir das noch kurzfristig so lassen. Kann ich hier umbenennen auf Ringstraße. Passt.
Das ist dann der Teil von hier bis genau. So. Nationenring, Ringstraße, Nationenring. Ringstraße. Die dann einfach von hier nach da, und das ist nicht der Fischerstrand, sondern dann ist es ganz einfach der Fischerring. Denn dann waren da früher ganz einfach, ich glaube, das machen wir so, dann waren da früher ganz einfach, bevor noch die Regulierung dieses ganzen Teils hier stattgefunden hat, wurde da ganz einfach gefischt, weil irgendwo wollten sie ja Essen auch haben, die ursprünglichen Innenstadtbewohner. Okay, dann haben wir da wieder ein bisschen was Geschichtliches auch für unsere Stadt getan. Aber ich würde nicht, nein, ich will das nicht, Zufahrtgaswerk, ach ja, eh. Zufahrtgaswerk. Kommt hier hin. Passt auch, stört mich nicht, Zufahrtgaswerk. Das passt, weil dann geht das eh hier ins alte Industriegebiet, und warum nicht einfach geschichtlich gesehen, war hier mal ein altes Gaswerk. Es gibt sowieso eine alte Fabrik, vielleicht kriegen wir die noch unter. Also das ist dann eher mir schon wieder ein bisschen Kunst und Geschichte. Und jetzt würde ich es trotzdem nochmal ausprobieren. Kriege ich da das P jetzt hin? Ich kriege dieses große P nicht hin. Fragt mich nicht, warum. Ich kriege ein kleines P hin, aber ich kriege kein großes P hin. Schon mal sowas gesehen? Ich kann nur so Parkring schreiben, weil ich kein großes P hinbekomme. Ganz komisch. Irgendwas passt da nicht. Ich glaube, da hat irgendwas. Egal. Parkring. Ist perfekt. Haltestelle. Super. Alles gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen Dekoration hier noch betreiben, weil sonst sieht unser Stadtpark ja doch ein wenig armselig aus. Das Wichtigste ist einmal, dass da mal gleich bei der Straßenbahnhaltestelle gibt es gleich mal eine Toilette. Dann werden wir da unten auch gleich eine Toilette hinsetzen. Die setzen wir so hin. Nehmen es aber mit der Movid-Mod. Und platzieren es da so hin. So sieht das schön aus. Jetzt haben wir da eine Toilette, dort eine Toilette. Dann kriegst du da natürlich auch eine hin. Ja, die darf dann auch gleich hier sein. Ja, das sieht gut aus. Was kann man noch Schönes platzieren? Großes Parkschachfeld. Das würde ich ganz gerne. Eins hier. Und eins da. Wie sieht das aus? Ja. Das nehmen wir. Ziehen Sie ein Stückchen so. Das nehmen wir und ziehen Sie ein Stückchen in den Baum da hinein. Na bitte. Da kriegen wir aber auch noch eins hin. So. Sieht das gut aus? Wow. Dann hätten wir das hier, ein Pavillon, den können wir in der Nähe unseres. Setzen wir einen dahin, einen dahin. Gleich neben dem Frischwasseraustritt hier. Und die pumpen da immer noch wie verrückt. Also irgendwie drückt uns hier das mit dem Wasser. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. Vielleicht, wenn wir es ein bisschen tiefer machen. Probieren wir das einmal aus. Huh?
ganz vorsichtig. Graben wir da mal ganz vorsichtig. Oh, ja, genau. So vielleicht. Es ist schon ein bisschen tiefer. Ach hey. Aufpassen, dass das Ganze nicht gleich komplett absäuft hier. Ich bin auch dafür, dass ich diesen Frischwasseraustritt hier rausnehme. Ich nehme den jetzt einfach einmal weg, dann schauen wir, was passiert. Wir haben den Wasserspawner drin. Behält er das Wasser, ist es gut. Behält das Wasser nicht, können wir es auch nicht ändern. Aber wir haben mal zumindest ungefähr einen kleinen Teich angelegt. Dann geht es weiter. Auch hier würde ich gerne noch einen Pavillon hinsetzen und hier. Dann haben wir einen Parkinfostand, braucht man nicht. Parkcafé könnte ich mir durchaus vorstellen, und zwar gleich hier. Gleich bei der Straßenbahnhaltestelle, vielleicht so, bevor es da so runtergeht. Genau. Weil dann kann man zum Beispiel sagen, wir nehmen dieses Parkcafé, markieren es einmal kurz, drehen es ein bisschen gerader, genau. Und jetzt hätte ich gerne die Straßen hier. Und würde ganz gerne das so machen. Das so machen. Einmal hier dran. Aber das gefällt mir so nicht ganz. Vielleicht kriegen ja, das gefällt mir schon besser. Was haben wir denn da noch an? Haben wir noch einen anderen Pavillon? Da haben wir noch einen Pavillon Typ 2. Und den könnte man ja eigentlich sogar einen hier hinsetzen und einen hier hinsetzen. Ah, das Wasser bleibt im Moment noch da drin stehen. Und die Pumpenfahrzeuge sind offensichtlich weg. Kommt schon wieder eins. Ja. Ja, das ist... Er steht nicht, er fährt nur die Straße ab. Vielleicht haben wir es jetzt doch geschafft. Das wäre zumindest schon ein großer Fortschritt. Schauen wir mal. Ja, warum habe ich jetzt gerade innegehalten und so lange überlegt, weil ich hier ein Straßenbahngleis habe. Und da habe ich mir jetzt, glaube ich, gerade selbst irgendwie den Anschluss verbockt. Ah, aber das soll nicht das Problem sein, denn ich kann ja rein theoretisch auch diesen Node hier nehmen und den noch ein bisschen so ziehen. Dann nehmen wir diesen Anschluss hier, holen den ein Stückerl nach vor. Genau. Dasselbe machen wir mit der Toilette hier, die wandert natürlich auch mit, das soll nicht das Problem sein. Dann schauen wir noch nach, Oma, Parkfläche haben wir genug, perfekt. Und dann kriegen wir das schon hin, also da sehe ich ehrlich gesagt kein Problem.
Also ganz ehrlich, da sehe ich kein Problem, mit dem hier irgendetwas zu tun. Das kriegen wir fix hin. Gut, das ist jetzt noch nicht das Problem. Jetzt ist mir mal der Stadtpark das Wichtigere, weil wir sind jetzt schon bei 51 Minuten und ich möchte ihn jetzt noch ein bisschen verschönern, dass die Leute hier auch noch ein bisschen was tun können. Was haben wir denn hier noch? Ein Imbissstand. Also das ist eher mehr so ein nicht funktionierendes Gebäude. Das sind eher mehr so Props. Ah, da haben wir noch so Parksachen. Das ist schön. Das möchte ich einmal auf jeden Fall noch haben. Und zwar kommt dieses Teil hier hin. Wie sieht das aus? Ja. Das darf gern so bleiben. Bild mir ein, es gab einmal viel mehr Objekte für den Park. Ja, die sind noch gar nicht freigeschalten. Könnten wir hier... Was haben wir denn hier noch? Trampolinpark, Klettergerüst. Wenn wir jetzt das Teil hier hinsetzen, das Teil hier hinsetzen. Und wir haben kein Wasser mehr. Fluss ist ausgetrocknet. Wunderbar. Kriegen wir vielleicht noch mit dem Wasserspawner... Kriegen wir das vielleicht noch zusammen, dass wenn ich jetzt sage, okay gut, ich werde dich jetzt ein bisschen höher setzen... Kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin? Gute Frage. So. Dann geht's weiter. Ich möchte trotzdem noch gerne. Ich hätte trotzdem noch gerne das Teil da. Das Teil da. Also ich finde, dass das perfekt passt. Jetzt haben wir da unten noch einen Masten. Also keinen Masten, sondern das Teil hier. Und das entfernen wir. Perfekt. Ganz ehrlich, sieht fantastisch aus. Die Leute gehen in den Stadtpark. Da hoffe ich, dass das mit dem Wasser noch bald ein bisschen besser funktioniert. Und ansonsten kann sich dieser Stadtpark sehen lassen. Da kommt noch was, aber in einer der anderen Folgen. Wichtig war für mich jetzt mal, diese Fläche hier zuzumachen. Und wie das Ganze weitergeht, schauen wir sich in einer der nächsten Folgen an. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.